Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kniepex-Update aus dem Herzen von Wuppertal-Kronenberg, die Wiege der Zangen. Mein Name ist Marc-André Schild und ich bin seit 10 Jahren Produktmanager hier im Hause Kniepex. In den letzten beiden Updates haben wir euch bereits einige tolle neue Werkzeuge vorgestellt. Unter anderem den superkompakten Tubix S, der als kleinster der Tubix-Familie mit ins Programm gekommen ist. Mit den nun drei Größen, dem Tubix S, dem Tubix und dem Tubix XL, habt ihr für jeden Rohrdurchmesser das richtige Werkzeug zur Hand. Ein weiteres Produkthighlight ist das Kabelmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion. Zudem haben wir schon richtig viel positives Feedback von euch bekommen. Besten Dank dafür. Damit habt ihr nun die Möglichkeit, auch solche dicken Kabel hervorragend abzumanteln. Dank der innovativen Ratschenfunktion gelingt euch das so einfach wie noch nie. Mit der StepCut XL, dem großen Bruder der bekannten StepCut Kabelschere, haben wir unser Sortiment um eine Kabelschere für größere Querschnitte erweitert. Dank der innovativen Schneidengeometrie habt ihr so die Möglichkeit, euch auch durch größere Kabelquerschnitte durchzuknabbern. Wie ihr seht, ist die Zange mit den drei Komponenten Komfortgriffen ausgestattet. Durch die neue Griffform liegen die Zangen noch besser in der Hand und unsere universelle Schnittstelle KnipExtend eröffnet euch ganz neue Möglichkeiten. Mit den Color Code Clips habt ihr nun die Möglichkeit, die Zangen individuell für euch zu kennzeichnen und mit den Tesser Tool Clips die Möglichkeit, jede Zange, die die neue Hülle hat, auch für die Höhenarbeiten zu sichern. Das soll es aber dieses Jahr noch nicht gewesen sein. Und was jetzt noch kommt, das zeige ich euch. What's up, guys? Today I got a pretty cool video that I want to share with you guys. It's a brand new product that just come out by KnipEx. It's called the Twin Grip. So you guys take a look at this video because these are pretty cool. Unsere Twin Grip ist eine Zange, die viel bewegt. Euch, die Anwender und natürlich festsitzende Schrauben. In zahllosen Posts habt ihr gezeigt, wie die Twin Grip euch bei eurer täglichen Arbeit unterstützt und wie vielseitig sie eingesetzt werden kann. Um den Einsatzbereich zu erweitern, wünschen sich viele von euch weitere Größenvarianten. Und was soll ich euch sagen? Heute ist es soweit. Die Twin Grip in der Länge 200 kennt ihr bereits. Durch das charakteristische Maul im Bereich Frontgreifen und Seitengreifen greift sie sogar solche Schrauben, die echt beschädigt sind, und das hervorragend. In dem Bereich von 4 bis 22 mm greift sie alles, was in den Backen reinpasst, und durch die fünffache Verstellung passt sie sich optimal an euer Werkstück ran. Nun habt ihr euch ja weitere Größenvarianten gewünscht und da habe ich was für euch. Wir haben einmal eine kleinere Variante, die 150 mm lange Twin Grip. Mit der könnt ihr wunderbar Schrauben in dem Bereich von 3 bis 16 mm greifen. Auch mit dem Druckknopf und einer Dreifachverstellung passt sie sich auch euren Werkstücken an. Damit komme ich auch wunderbar in wirklich enge Bauräume rein. Da es natürlich nicht immer nur kleinere Bauteile gibt, sondern auch größere, gibt es für euch, für die, die es ein bisschen kräftiger brauchen, die 250er Twin Grip. So, mit der habe ich natürlich auch einen großen Kapazitätsbereich
Der ist nämlich von 5 bis 27 mm und ich habe hier sogar 7 Einstellmöglichkeiten, sodass sie sich wirklich immer ideal an ihr Werkstück anpassen kann. Und ihr seht, der Kopf ist schon etwas größer und stabiler, da könnt ihr also richtig Kraft mit aufbringen. Aber wie die eingesetzt werden, das zeige ich euch am besten jetzt. Kommt mal mit. Hinter mir haben wir das Objekt der Begierde, einen älteren PKW, naja, oder zumindest das, was davon übrig ist. Häufig ist es ja so bei gerade älteren Fahrzeugen, dass die Schrauben entweder angerostet sind oder wirklich verrostet sind, aber auch, dass Schrauben öfter schon betätigt worden sind, das heißt, die Ecken sind rund. Mein Maulschlüssel oder meine Ratsche packt da nicht mehr so gut. Und genau dafür haben wir die Twin Grips. So, wir haben hier vorne eine kleine Schraube, die ein bisschen versteckt und tiefer liegt. Und die lösen wir jetzt einmal mit der 150er Twin Grip. So, wir gehen hier einfach ran, greifen die Schraube, drehen dann ein bisschen. Und dann habe ich auch diese Schraube, wo ich halt links und rechts kaum Platz habe, um da dran zu kommen, mit der gelöst. Das war die kleine Variante, aber ihr seht, hier gibt es natürlich auch noch dickere und größere Schrauben und die schauen wir uns jetzt an. Dafür nehmen wir dann den großen Bruder, die 250 mm lange Twin Grip. Und wenn ich mal so schaue, habe ich hier eine Schraube, die nicht mehr ganz ideal ist und die lösen wir jetzt damit, denn ich möchte hier vorne den Zylinderkopf wechseln. Also greife ich mir die und schon habe ich auch diese Schraube gelöst und kann sie jetzt rausschrauben. Und für diejenigen, bei denen wir jetzt die Sammelleidenschaft geweckt haben, gibt es gute Neuigkeiten. Für euch haben wir noch 2 Rolltaschensets im Angebot. Einmal mit allen 3 Größen und alternativ für diejenigen, die bereits die 200er im Werkzeugkasten haben, ein Set mit den 2 neuen. Alle verfügbaren Varianten und Sets findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite unter knipex.de/twingrip. Nach diesem Allrounder kommen wir nun zu einem Spezialisten. Und zu einem Trendthema. Solar. Solar boomt und ist bei stetig steigenden Energiekosten und der wachsenden Sensibilität für Nachhaltigkeit nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Photovoltaik ist ein riesig wachsender Markt und wird auf absehbare Zeit noch weiter wachsen. Also eine große Chance für euch Handwerker. Und Knipex liefert euch das passende Handwerkzeug dazu. Die Prezifos-Krimmzange ist vielen von euch bereits ein Begriff. Und mit dieser neuen Prezifos bieten wir euch nun eine Zange an, mit der ihr sowohl MC4 als auch MC4 EVO 2 Kontakte verbinden könnt, mit einem Kabelquerschnitt von 4 bis 6 Quadratmillimeter. Und das in nur einem einzigen Werkzeug. Damit die Krimpungen wirklich perfekt sind, sind die Zangen werkseitig kalibriert. Die Gesenke sind nicht tauschbar, also bitte belasst einfach alles so, wie es ist. So, wie krimpe ich denn jetzt einen Solarkontakt? Ich öffne meine Zange, nehme mir meinen Kontakt, lege ihn ein und schließe die Zange nur ganz leicht, so dass der Kontakt gerade gehalten wird. Jetzt nehme ich mir mein Kabel, das ich schon abisoliert habe, auf die richtige Länge natürlich, das ist ganz wichtig, lege es hier vorne bündig an und jetzt drücke ich einmal zu. Die Zange öffnet wieder automatisch und schon habe ich einen perfekten Krimp. So, wie ihr sehen könnt, guckt da nicht zu viel raus, heißt, es ist perfekt abisoliert. Jetzt nehme ich meinen Stecker, schiebe ihn hier schon mal drüber, so sitzt und ziehe es erstmal mit der Hand an, aber dafür gibt es dann für den richtigen Drehmoment spezielle Werkzeuge. Das wäre jetzt der erste Teil. Jetzt nehme ich wieder meine Zange, nehme mir meinen zweiten Kontakt, stecke auch den hier in die Zange, lege das richtig ein. Wir haben ja hier, wie gesagt, ein 4 Quadratmillimeter Kabel, also kommt das hier vorne auch bei den 4 Quadrat rein. Nehme mein Kabel, auch das ist schon abisoliert, lege es hier rein, drücke die Zange zusammen und auch dieser Kontakt ist gekrimpt. Ich nehme mir wieder meinen Stecker, baue das alles zusammen. So, jetzt ist es drin, hat Klack gesagt, ziehe die Schraube hier an. Und schon kann ich die beiden miteinander verbinden und die Krimpung ist fertig. Mit der neuen Prezifos habt ihr eine Zange dabei, mit der ihr auf dem Dach flexibel reagieren könnt. Wir können sie jedem wärmstens empfehlen, der eine 2-in-1-Lösung sucht. Alle Informationen zur Prezifos findet ihr noch einmal zum Nachlesen auf unserer Internetseite knipex.de/prezifos.
So, Freunde des guten Werkzeugs, damit geht auch das dritte Update in diesem Jahr zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die neuen Produkte. Ich bin sicher, wir werden bald viele TwinGrip-Anwendungsbeispiele von euch sehen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt darauf. Für weitere Anregungen sind wir euch immer sehr dankbar. Kommentiert also gerne im Chat oder kontaktiert uns über die bekannten Kanäle. Wir sehen uns, bis bald und tschüss.